Dieser YouTuber hat vor ein paar Tagen seinen 500.000 $ Sportwagen unbewusst angezündet. Ja, unbewusst. Als er durch ein altes Kornfeld fuhr, entflammten sich auf einmal auf der rechten Seite getrocknete Maisstängel. Nun, weil die Stängel sich zwischen der Felge sammelten, diese getrocknet waren und die Reibung auf der Felge Hitze produzierte, fing das ganze Feuer. The vehicles are on fire. We need a fire department immediately. Yeah, guys, we f***ed up. Am Ende war das Auto einfach nur noch ein Haufen Asche. Was lernen wir? Fahrt niemals mit euren Sportwägen auf trockenen Feldern.